these roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story, these places change me, each one replacing, like night into morning. I miss the open air, the going anywhere, riding with you, like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. The endless journey, I need not worry, I'll get where I'm going. I made it this far, beyond where you are, and I'll keep on growing. I miss the open air, the going anywhere, riding with you, like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Home's where the heart is. We'll be right back.
Heyo. Buenos dias. Hallo. Dobry den. Willkommen. Ich spiele ein bisschen World of Tanks heute. Gucken wir mal, was sich da verändert hat und so. Schauen wir mal. Was nehmen wir für einen Panzer? The force is still with you. Yes. Congrats, congrats. Keine Ahnung, wir gucken mal. Wir spielen mal mit dem eine Runde. Enske. Wo stehe ich da am besten? Ich denke, ich werde darüber fahren so. Irgendwo im Hintergrund stehen, weil das geht ja hier um. Oh. Geht auch alles kaputt. Verdammt. Kommt da nicht irgendwo ran? Not a new game. I have this account since 2011, I think. Long time not play it. Granate
Abpraller. Oh. I'm the last. Yep. I'm nearly the last of the own team. Niederlage, Auftrag erfüllt, kleine Ersatzteilkiste, Handfeuerlöscher, erste Hilfekästen. Okay. Jupp, jupp. Wait. 1000, okay. 10.000 minus. Oh, wait. We can. Add some things. First I start a real level. No one entered. Gut. What code we take? This. No. Save. Open. Okay. Wir machen für 2 Stunden. 50% mehr Kreditpunkte machen wir an. 100%. 200%. Das an. Und das an. Sind die alle. Let's try again.
2000 Schadenspunkte gewinnen sie das Gefecht. Wo fahre ich hin? Da hinten so? Da fahren schon so viele hin. Ah. Vielleicht sollte ich doch zur anderen Seite. Mal gucken. That's unusual. Welcome. Bad angle to hit something. Maybe from here? No. Ingen verkar i målet. You love when I say it. Okay. Yeah, it's German accent. Damn. Thank you.
Ach, damn. Alle ut! Vagnen förstörd! I'm good. How are you doing? Finesse unusual. Okay. Yes, I have my account. Science 22 September 2011. See here what I have. This is the check mark, the tanks I have. Stura Emil, Jagdpanther, Ferdinand. This is only the German tree. Panther 2, Tiger 2, Löwe. Panzer. This is a Russian tree. This artillery KV-4, IS-3. On the American tree, also on level 7 or tier 7, sometimes 8, on artillery on tier 9. This is the artillery first line. And many other countries added over the time. French tanks, I have some tier 9. The tanks with the tires are new. I must grinding the new tree by going this way and have a AMX 1390, but I had to grind the AMX ELC to go here to switch it, and then I can unlock this tree. Yeah, British tanks I also have. Level 6, artillery level 8, this is artillery, China on level 6, or tier 6, Japan also level 6. Shares of air level 5, Poland level 5, Sweden level 6, level 7, and Italia level 4. I don't know how much tanks I have at this moment.
You have to pay for the ability to store the tanks in your garage. I have 8 places free. I can buy 8 tanks, or I sell some of these tanks. But I only sell these tanks when I get the next after it. Maybe I should play around with the artillery. The enemy starts here. We are here. And for example, we can capture the base or we destroy all enemy tanks. Then we win. Only in these two cases. In the case the time is up and still not on both sides tanks alive, then it's a draw. Both sides it's not a victory for both sides. Low object. This side is not so great, not many tanks on our team here. So enemy hit. Four seconds. Damn, because you have a hill here, a small hill. Damn.
Load. Reloading. Go, go, go. Damn. Cannot help him. Nice help, guys. We've had it. Everybody out. Our team was in the lead. Now we lose. Totally great. Look how the guys threw away his tanks. No teamwork, everybody on his own.
Ja. Our team was with two tanks in the lead. Anyway. Let's look. Coin buff was item here. Nobody wants it, so you can have it. Still no win. Let's try again. Hi, welcome. Damn. Heartstealer, welcome. Hello. Everybody wants on the hill.
Lade. By the way, Herr Heil, Lutz is working again. They fixed their systems. New avatar, yes. It's nice. It has me cost almost 2000 T-Fuel. But it was it worth. Damn. We lose again. We was in the lead. It's so stupid. So stupid. Thank you.
Yeah, thanks for the loot. Ja, heil, thank you. So. No, no one is spotting. GG. Totally GG. Yep. It was it. Four versus one. We was our team was in the lead 4-1, and we lose it. The moment when the arty is second. With points, everyone was useless. I'm not a good player. When I'm second, the rest of the team is totally useless. To me. We'll be getting a combat test for the best tankers. The battle pass consists of 45 stages. You will receive a reward for each completed stage. Days of premium account, credits, personal reserves, blueprint fragments, crew books, and bounty equipment. Not everyone will pass this test, but the best will get a medal. In addition to that, a style. For the Object 277 or the Super Conqueror. And most importantly, you'll get a chance to recruit one of two commanders, George Barton or Vasily Badaev. Here's your battle pass, son. The most worthy will be rewarded. Okay. Verbesserten Pass kaufen. Yes, you can pay for your win. Nope. You don't want to pay for my win. Let's try for another match. Only Eric wants the crate. Just a second. There are crates.
Natürlich, drüber. Damn. Na, was nun? Kommst du raus oder nicht? Lade! So, lade doch! Gut. Boom. Lost match won.
Okay. Let's try this tank again. Let's see. Mekabu, willkommen. Ah ja. E25 mit der super Sichtweite. Na super. Weiß ja nicht. Super, jetzt bin ich hier alleine.
Na, richtig super. Das war's. Verdienen Sie 4000 Basiserfahrung. Eieieiei. Können wir damit irgendwas machen? 19.000 kostet die Knarre. Yes, hype. Nicht statt dem einen Scherenferno einbaue. 435. Probieren wir.
Los Burask, schau noch mal vor. Token Tom, willkommen. Hallo. Congrats. Still grinding. Vom Gewicht her würde das gar nicht passen. Also müssen wir schon mal die neuen Ketten kaufen.
Gabi Klebi, willkommen. Hallo. With Tier 7 you don't have any chance with against Tier 9. So I'm totally useless in this match. Let's waste me on this side. Let's look which position is best for me. Ja, bleib genau vor mir stehen. Aber dafür hast du René gekriegt, haha. Oh, invisible. That's not good.
knappt lacken. We lose it anyway. I have a strong feeling that we lose it. Anyway, be losing this. But I have one kill. So tier 7 has one kill. This result if you play with premium munition, 2400 credits minus, only 3 premium used. Let's hope we don't get another Tier 9 match.
Nein, doch, oh, der Heil. Thanks for the 13th fuel. Thank you, thank you. Okay. Victory.
Hasch mich, ich bin der Mörder. So, machen wir das. 5000. Ob wir da nicht noch ein besseres Modul reinbauen können? Ich glaube, Sichtweite ist besser als dieses. Ausbausatz, okay. Was dort? Dann haben wir da zumindest schon mal gewechselt. Dann probieren wir den mal. Zubehör zerstören, 9. OMG. Okay, das kann sein, Herr Heil. Das weiß ich nicht. Ich kann kein Französisch. Also, Regel Nummer 1, bleib außerhalb des Sichtkreises, dass dich niemand sieht. Genau, schieß erstmal irgendwo hin. Ich sehe schon nur qualifiziertes Personal hier. Ernsthaft einer? Zwei?
War super. Richtig super. Haben wir überhaupt Hati?1971 ist auch älter als ich. Boah, ich schieß nur daneben. Einundzwanzigtausend Credits. Niemals aus der Mode. By now, yes. So. Let's raffle a crate.
Just a second, Herr Heil. You get your crate ASAP. Just a second. When I have a second. No! Damn! Okay, no. Now I have time. Supply drop crate. There. GG. Damn. Abbiamo perso un singolo, siamo fermi. Abbiamo riparato il singolo, possiamo andare. Fucking Alecto. È rimbalzato. What's going on? Incredible. Abbiamo un cingolo danneggiato! Il serbatoio è stato colpito! Damn. Damn.
Yay! Avinas Havin, ne? White. Next tank. Elf Komma neun. Wenn ich ein Tarnnetz einbaue, haben wir 21. Nee. Nehmen wir eine Reparaturkiste mit. No one wants a coin buff. Mich nicht durch. Ricochet.
Just a second, Herr Heil. Just a second. Na klar, der sieht mich. Rückwärts zurück. Mit den paar Hitpoints. Kannst du nichts mehr machen. Jupp. King Tiger bis Full HP. Super. No, I have time. Coin buff. Grant items. Supply drop. Coin buff. Grant. No problem. Ich fahre doch nicht in den Goldpanzer rein. Nee. Könnt ihr vergessen. Bananenspartan, hallo, willkommen. Ja, heute mal was anderes. Keine Lust mehr auf Eco. Server läuft zwar weiter, ich habe den Asteroiden ausgeschalten. Mensch, Arti, du schießt den doch mal weg.
kann doch nicht so schwer sein. Naja. Genau, versteck dich. Der Einzige, der dir noch helfen kann, ist die Arti. Check in, du. Willkommen. Let me look. Stuff I have. Can do a impact. Hey, GG, Banano Spartan. Sind nur noch 1000 Basiserfahrungen, die ich verdienen muss. Cool. Das kriegen wir hin bis dahin. Schon alles, ja, da haben wir schon alles erforscht, okay. Ich habe mir stark vorgenommen, nicht mehr doll zu ärgern hier bei dem Spiel. Wenn ich verliere, dann verliere ich halt, dann ist das halt so. Schon wieder diese Karte. Schnellfeuer, was muss ich machen? 2000 Schaden und überleben. Genau, können wir noch mal kurz hier Emoticons spammen. Bis das hier losgeht. Ich muss ja meine Level 12 verteidigen hier. Immer bloß ein. Der jetzt gerade in der Mitte hier ist, den steuere ich. Und wenn ich tot bin, kann ich aber mit Rechtsklick umschalten und andere beobachten, wie die arbeiten. Also jeder einzelne hier von den 15 auf jeder Seite ist immer ein Spieler, ne? Das sind keine Bots oder sowas, das sind alles Spieler. Und wie gesagt, sobald mein Panzer dann hier links die Hitpoints verloren hat, die hier, dann ist er kaputt und ich muss, kann er nur zuschauen und hoffen, dass die anderen Spieler. Ja. GG! Super! Stellt er sich auch genau davor, damit die anderen den Schutz haben. Nee, ich habe dem bloß zugeguckt.
Wie gesagt, sobald mein Panzer kaputt ist, kann ich mit Rechtsklick umschalten auf andere von meinem eigenen Team. Und dann kann ich zuschauen, wie die spielen und ragen, wie doof die doch sind und so. Der 40 TP, der kommt hier auch nicht her. Das heißt, ich stehe hier total alleine. Gerne, gerne. Nicht dafür. Und daddelt immer ein bisschen Tieffuel rein, ne? Also, ist ja nicht schlecht. Wir fahren mal dichter, ob er hier in der Nähe ist. Vielleicht können wir ihn dadurch Proxy spotten. Der steht bestimmt an einer bestimmten Stelle, damit er dann... Oder er ist schon wieder weggefahren. Nein, doch. Oh. Danke für die 10 T-Fuel, Nano-Spartan. Danke, danke. Komm mal raus da. Sei nicht so mutig, nicht so weit vor. Oh, jetzt krieg ich die Knarre nicht so hoch. Ich dreh durch. Jetzt bin ich wohl nur der Letzte. Na, richtig geil. Das ist so ein bisschen wie mit Versteckspielen, richtig. Ja, vor allem, du kannst dir Spielvorteile erkaufen mit Echtgeld, ne? Also, das ist der größte Kritikpunkt an dem Game. Gibt da so Premium-Munition, die kann man für Echtgeld kaufen, die kann man aber auch für ganz, ganz viele Credits kaufen. Und dann hast du halt Spielvorteile dadurch, ne? Weil die dann stärkere Panzerung, Durchschlag hat und so. Ist halt sehr stark davon abhängig, ob du weißt, wie deine Panzerung hier ist, wie viel Millimeter, ne, und wie viel deine eigene Kanone durchschlagen kann an Panzerung und sowas alles. Und wie weit deine Sichtweite ist, wie weit dein Schaden pro Minute ist und sowas alles. Wie lange Zielerfassung dauert und sowas alles. Geht halt um viele Statistiken in dem Spiel, ne? Und jeder Panzer ist anders, also jeder Panzer hat seine eigenen Vorteile und Nachteile. Manche sind langsam, aber haben viel Schaden, wenn sie schießen, und manche sind schnell und haben wenig Schaden.
Je mehr Schaden du machst mit einem Schuss, umso länger lädst du auch nach meistens. Es gibt noch welche, die haben so ein Magazin, also wenn sie leer geschossen haben, 3 oder 5 Schuss, dann müssen sie länger Zeit nachladen, bis das Magazin wieder voll ist. Ist teilweise an der Realität angelehnt, damals, welche Tiger und was es alles gab. Und teilweise haben sie aber auch hier Panzer reingenommen, die nur auf dem Reißbrett existiert haben, also die nie gebaut wurden oder so. Ja, so finanziert sich halt die Firma. So bezahlen sie die Programmierer. Kann man nur gut finden, kann man schlecht finden. Ich hätte gut gefunden, wenn sie das nur mit optischen Sachen gemacht hätten, dass sie, sagen wir mal, dein Panzer eine Lackierung geben kannst und so ein Quatsch alles, ne? Aber die haben es nicht nur mit optischen Sachen gemacht, du kannst halt wirklich Spielvorteile gewinnen durch den Kauf von Sachen. Da komme ich nicht durch, ist ein Goldtank. Den kann man nur für Geld kaufen, diesen T26 da. Und der ist so krass gepanzert, da kommt kaum einer durch, außer man nimmt jetzt Premium-Munition und die kostet wieder Geld. Oder ganz viele Credits. Also man kann inzwischen, die sind von diesen reinen Pay-to-Win, dass man nur für Echtgeld Premium-Munition kaufen kann, sind sie schon ein bisschen abgegangen. Man kann dann auch 5000 Credits pro Schuss ausgeben, ne? Also, aber das ist natürlich, dann schießt du 5-mal und dann hast du schon deinen Gewinn, den du eigentlich hättest durch das Match, den hast du schon wieder weggeworfen, denn. Hilft natürlich, wenn man einen Premium-Account hat, dann kriegt man mehr Credits und so. Das kostet auch wieder echt Geld. Hat halt Vor- und Nachteile echt. Jetzt zum Beispiel meine Sehschlitze zerstört und jetzt kann ich kaum noch gucken. Ja, und so wie der sich jetzt hingestellt hat, kann der die ganze Seite hier aufhalten. Wenn der wirklich bloß mit seinem Turm rüberkickt, weil der Goldpanzer zum Beispiel hat einen sehr stark gepanzerten Turm. Nicht alle Goldpanzer, also Goldpanzer sind die, die nur für Echtgeld zu kaufen gibt, die man nicht freifahren kann irgendwie. Die haben dann irgendwelche Vorteile oder besonderes Matchmaking, dass sie zum Beispiel nur mit 8ern in ein Level kommen. Also wenn sie in ein Match kommen, dann kannst du maximal nur gegen 8er fahren.
Das war eben ein Glückstreffer, das war so aus der Hüfte geschossen. Weil ich den auf der Karte mit mal aufploppen sehen habe und muss man natürlich dahin schießen. Aber unser Team gewinnt, also werde ich meine Hitpoints jetzt nicht wegschmeißen. Aber ist schon die Idee, jetzt fortzufahren. Kann man machen. Um die anderen ein bisschen zu helfen. Jetzt von der anderen Seite vorstoßen. Man sieht ja auf der Karte, wo die anderen von meinem Team fahren. No Scope, genau. Oh, Telefon. Ich gehe mal kurz ans Telefon. Okay, da bin ich wieder. So. Wurde gerade noch angerufen, ich muss meine Uhr eine Stunde vorstellen. Was sagt mein Computer? Kommt hier noch irgendwas? Was stand da immer? Die Uhrzeit stellt sich. Naja, beim Computer stellt sie sich alleine um. Den Code, den ändern wir als erstes. Wir haben hier Code 4. Los. Ja. Neuer Code. Was für ein Code nehmen wir jetzt? Aber so. So. Und Open. Gut, dann kann man sich hier ja nämlich die Stats angucken. Hier sind die Aufträge, die so sind. Da bin ich auch fast durch. Verdienen Sie 4000 Basiserfahrung. Zufallsgeschichte gespielt. Mütze gespielt. 9 von 10. Cool. 9 von 20. War ich diesmal mittelmäßig. Aber es ist ein Sieg geworden. Das ist das Wichtigste, weil hier das mal 3 besagt, wenn ich jetzt gewinne ein Match, dann kriege ich dreifache Besatzungs-, also dreifache Erfahrung. 16 Uhr, 19, 20, 21, 25. Wir machen noch einen Booster für eine Stunde an. Man kriegt ab und zu mal so eine Booster hier. Dass ich sagen kann, ich krieg mehr freie Erfahrung. Aktivieren wir 200%, 300% habe ich sogar. Zack. Aktiviert für eine Stunde. 100%
Erfahrung fürs den Panzer und 300% für die Besatzung. Läuft denn eine Stunde lang? Und wir nehmen den nächsten, den hier. Reparaturkiste, Scherenfernrohr, weil die Module, die verändern dann auch schon deine Sichtweite. Zum Beispiel, guck, wenn ich 451 Meter Sichtweite habe und nehme das Ding raus, hat der Panzer bloß noch 361. Also manche Module verändern, hier der Ansetzer lädt schneller nach, 10% und so. Die kann man aber alle für Credits kaufen, die Sachen. Und die Sichtweite spielt natürlich eine Rolle, ob der andere mich sehen kann und so. Ja. Da magst du recht haben, ja. Immer am Feintunen und so. Es gibt doch ein Tarnnetz, wenn der Panzer dann steht, dann hast du einen höheren Tarnwert. Das heißt, der andere sieht dich ja später oder schwerer. Und man sieht ja hier schon auf der linken Seite, ich bin Tier 5. Und das gibt 7er Panzer hier im Spiel. Also ich sollte mich dann doch ein bisschen zurückhalten, weil jeder, der auf mich schießt, kann meine Panzerung durchschlagen. So ziemlich jeder. Deswegen gucken wir mal. Ja, und manche Karten haben sich so halt so eingebürgert, dass man denn da und dahin fährt. Dass sich da und da am besten macht und so, ne? Zum Beispiel Büsche verstecken dich. Wenn man dann komplett hinterm Busch steht, dann wird man noch nicht von anderen aufgedeckt und so, aber ich kann durch den Busch durchgucken, weil ich so dicht stehe beim Busch, ne? Könnte man sich mal vorsneaken zum nächsten Busch. Du siehst den grünen Kreis auf der Minimap. Der ist jetzt zum weißen Kreis gegangen. Das heißt, bis dahin kann ich gucken. Ach, da wird er schon beschossen, der Panther. Da gehe ich auf. Ganz schlecht. Da bin ich sichtbar in dem Moment. Zum Beispiel der T28 hier neben mir, der hat übelst Panzerung. Der kann da ruhig stehen bleiben. Weil die kommen so und so nicht durch, wenn sie auf ihn schießen. Außer die Artillerie. Und jetzt hat mich die Artillerie mitgetroffen. Der rote Indikator sagt mir schon, da komme ich durch oder komme ich nicht durch. In der Mitte. Aber sieht gut aus, 7:3. Also das eben zum Beispiel, wo ich sagte, ich werde gesehen, ganz schlecht, das ist denn,
wenn mein Kommandant, der hat denn so ein Skill, der heißt Sechster Sinn. Da zum Beispiel. Da wurde ich denn gesehen. Ja, das war's. Von da aus hat er mich dann gekillt. Sobald der Umriss sichtbar ist, kann ich ihn treffen, ja. Aber kommt auch immer drauf an, wo man drauf schießt. Ich scroll mal ein bisschen dichter zu meinem Panzer. Meistens ist hier die Unterwanne unten zwischen den Ketten. Da sind die meisten Panzer verwundbar. Du siehst ja auch, wo die Löcher drin sind. Also mir haben sie vorne durchgeschossen, weil ich bloß ein Fünfer bin. Ne? Also da kommt man ganz schnell durch. Meistens ist der Turm dann auch noch so abgewinkelt, dass da die Schüsse dann abprallen und so. Seitlich wegfliegen und so. Und jetzt mit Rechtsklick kann ich dann zu den anderen umschalten. Und gucken, wo die gerade rumfahren. Und das bin ich jetzt nicht mehr selber. Ne? Also ich kann bloß noch zugucken, wo die hinfahren. Was die machen. Das ist die Arti, die steht meistens irgendwo hinten. Und diese Lampe ist dann immer, wenn der gesehen wird. Sobald er sichtbar ist für den Feind. Ja, das muss man extra trainiert haben für den Commander. Also die Leute, die bilden sich auch aus und die können dann verschiedene Fertigkeiten kriegen. Zum Beispiel der Richtschütze. Das war eben eine Lackierung, die kann man auch für Credits kaufen. Aber ich glaube, permanent kostet die richtig Geld. Richtig Credits. Kann man aber auch für Gold kaufen. Und so was, das hätte ich... sie haben 14 Tage Premium-Spielzeit erhalten. Was? Die hatte ich doch schon vorhin. Und die oben rauf oder was? Eigentlich hätte das oben raufkommen müssen. Also entweder man kauft sich den Gold oder auf der Webseite kann man sich den auch Premium-Zeit kaufen. Ja, doppelt hält besser, sind aber keine 14, sind immer noch 7. Sind aber keine 28, sind immer noch 14. Ich habe vorhin nämlich so was aktiviert, wo sie mir 14 Tage geschenkt haben. Hier für so eine Anleihen, wovon ich 112 habe, kann man sich dann noch so eine Spezialpanzer rangreinen, die man so nicht gekauft kriegt. Oder halt hier so eine Goldpanzer, wie ich immer sage. Entweder kostet das Gold oder reales Geld. Also Gold ist fast gleichbedeutend mit realem Geld. Die kriegt man dann auch nur für Echtgeld gekauft. Die kriegt man nicht irgendwie für ganz, ganz viele Credits oder so. Lost Mindframe, hello, willkommen. Ja, das war ein Sieg. Das heißt, der Panzer ist mit seinem Dreifachbonus hier durch. Wir können andere nehmen. Ich kann ja mal Artillerie mal wieder zeigen. Ich bin vorhin schon eine Runde Artillerie gefahren. Oder Selbstfahrlafetten oder wie man das doch immer nennt. Das ist jetzt doof, weil das eine Stadtkarte ist. Als Artillerie hast du meistens verkackt, wenn du in der Stadtkarte bist, weil halt so viele Häuser gibt, wenig Schusskanäle, wo du lang schießen kannst. Ich weiß gar nicht, ob ich das Set vom Twitch Prime überhaupt aktivieren kann. Wenn du mir das jetzt schenkst, dann kann ich es bloß weiter verschenken wieder.
Ich glaube, ich kann das nicht mal aktivieren. Probieren wir mal, ob wir hier irgendwie rankommen. Auch nicht. Ey, das gibt doch ja nicht. Das meinte ich. Du hast hier übelste Möglichkeiten. Oh, oh. Das ist nicht gut. Musst mal schreiben, wenn du wieder was siehst. Ah, da könnte man hinschießen, da haben sie recht. Da komme ich nicht ran. Warum nicht? Schon ist er kaputt. Und die Punkte, die siehst du ja, ist mit Einzielen und so. Ja, welcome back. Du siehst ja mit dem Kreis hier, mit den Punkten, dann sieht man, wie das einzielt sozusagen. Also wenn ich mich schnell bewege, dann dauert es auch länger, bis er wieder eingezielt hat. Damn! Daneben! Und spielen sie Fange. Manchmal ist ein bisschen vorzielen und Schusszeit abschätzen und so was auch wichtig. Haben wir doch noch gewonnen in der Stadtkarte. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das aktivieren kann, wenn du mir das gibst.
Wenn es da irgendwie einen Code gibt oder so, den kannst du mir gerne geben. Aber wenn das irgendwie nur über Twitch geht, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich, glaube ich, nicht aktivieren denn selber. Oder probier es einfach mal, wenn du das nicht gebrauchen kannst. Machen wir da den Booster an. Da machen wir den Booster an. Das ist zwar nicht besonders gewesen, aber so ein paar Punkte können wir gebrauchen. Bin nämlich erst 30.000. Und 64.000 kostet die nächste Knarre. Forschungspunkte. Genau, dann haben wir noch eine deutsche Artillerie. Die mag ich am liebsten zocken. Und hast ja gesehen, die Schüsse, die brauchen dann immer noch einen kleinen Moment, bis sie einschlagen. Und die Zeit muss man dann vorberechnen, wenn der Gegner losfährt und so. Das ist dann die hohe Kunst des Artifahrens zu schätzen, wann der Gegner da sein wird und wann deine Mumpel da sein wird. Und sich selber nicht abfarmen zu lassen, sozusagen. Wenn man dann sieht, da kommt der Gegner schon auf einen zugefahren und die eigenen Leute haben eine Seite offen gelassen oder so, dann muss man als Arti schon rechtzeitig flüchten. Du hast ja sonst nicht wirklich eine Chance. Du siehst ja, wie langsam der dreht und wie langsam der fährt und so. Das Wichtigste ist überhaupt verstecken. Dass du als Arti nicht offen rumstehst. Kleinen Panzer, die können halt schnell fahren und das sind dann die Scouts und die fahren dann schnell mal kurz in den Bereich rein, wo der Gegner eigentlich steht und spotten dich dann, also decken dich auf und in dem Moment können andere Artis so auf dich schießen und so. So ein Panzer in voller Fahrt ist auch immer schwierig. Bam! Hast du das gesehen? Weil das auch ein bisschen weiter ist, musste der Schuss dann auch ein klein bisschen länger fliegen. Witzig. Hallo, willkommen. Bleib mal da stehen, 15 Sekunden lang. Aber leider wird er das nicht tun. Na doch. Los, 3, 2, 1. Oh ne, ne? Die andere Art, die hat's gemacht. Okay. Und Steine natürlich verhindern, dass ich da schießen kann. Ich probiere mal hier, ob hier mal steht. Da ist gerade ein Baum umgefallen. Könnte eine Chance sein, dass ich jemanden getroffen habe. Witzig, willkommen. Thanks for the follow. Ja, da ist zum Beispiel ein kleiner. Und wenn der zu mir durchkommt, dann bin ich am Arsch, ne? Also der darf nicht zu mir durchkommen. Müssen wir mit allen Mitteln verhindern, dass die durchkommen.
verdammte Axt. Das wird knapp hier. Kommen einige schon zurück. 6 zu 7. Wir hatten das Ding schon in der Tasche und jetzt. Ich finde schon wieder keine Worte. Ran. Gut, können wir schon mal hier einziehen. Der ist auch schon weg, okay. Da haben sie doch noch mal gut rumgerissen. Gepusht. Ich habe halt keine Chance, den Scout zu kriegen. Ein Glück, er hat den rausgenommen. Weil so schnell fahrende Ziele kriegst du meistens nicht rausgenommen. Okay. Nur noch 2 Artis im Spiel. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Kriegen wir die auch noch? Muss die andere, die wird schon verlegt haben, die wird da nicht mehr stehen, oder? Gut. Spare ich mir den einen Schuss. Adari, willkommen. Hey ho. Egal, gewonnen ist gewonnen. War sogar gar nicht mal so schlecht. Ich lasse hier nämlich nach Punkte sortieren und von Punkte her gar nicht so schlecht.
Ja, using my 14 days premium time. Okay. Können wir denn noch spielen? Diesen Cheeto. 5000 haben wir. Okay, ja, den fahren wir mal. Unentschlossen. Da ist der nächste AMD. Damn. Die pushen jetzt die Hellcat und ich kann dagegen nichts tun, oder? Doch. Ich kann helfen.
Na klar, drei Mann ballern auf mich. Und die Arti. Alter, super. Na klar. Ich treffe den aus voller Fahrt nicht, aber er hat mich. Und unser T-50 ist in der Stadt. Yes, right. Hi, nobody wants the crate, so it's yours. GG. Na, wenigstens der Gewinn war durch Basis erobern.
Okay. Thanks for being here, Herr Heil. Thank you for the donation. You too. Have a good one. Das war ein Sieg. Wie viele habe ich denn noch? 51? Ja, probieren wir noch eine Runde damit. Kommen ja alle.
Ja, steht hier immer noch. AFK-Bot. Ich würde ja kotzen, wenn ich 5 Leute auf der Uhr hätte und das Team trotzdem verkackt. Besser einen Pass kaufen, kannst du vergessen. Nö. Eine Runde probiere ich noch. Ob das hier so sinnvoll ist. Wenn man von hier aus so schießt, da hat man ja eine ganze...
Ich glaube, das wird hier nichts. Da komme ich nicht durch. Erstmal umdrehen. Das war nicht so eine gute Idee. Okay. That's a win. Oh.
Brandstifter. Okay. Aber leider haben wir jetzt keine Blaupause mehr, ne? Nee. Ach, fahre ich noch eine Runde Arti. Losen wir noch mal Coins. Oh, einer fährt in die Richtung. Nee, dann hau ich hier ab. Den fahre ich hier weg. Congrats, John Moore. Congrats. Ja, die fahren dann einfach durch. Zu 4.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird hier alles nichts. Zu 9. Nope. This is a nope. Es ist auch ausgelaufen. Erbeutete Ansätze, okay. Ja, ich glaube, das reicht für heute. Wir machen die Prediction mal zu Code 1. So. Close Prediction, Answer 1. Close Raffle, good luck everyone. Congrats, congrats, congrats. That's it for today. I'll be here tomorrow, maybe. We will see. Bye bye, arrivederci. Ciao, auf Wiedersehen. Du hast wieder ein Jahr.